Denn der Erzähler, der Autor, wie auch immer wir es hier genau beschreiben wollen, ich weiß, mein alter deutscher LK-Lehrer hätte mich dafür geschlagen. Wieder einer dieser Tage, wo man bei 40 Grad Innentemperatur filmt und sich fragt, warum. Hallo ihr Freunde gepflegter Unterhaltung. Heute habe ich mal wie immer öfter ein Video für euch, was absolut nicht geplant ist, aus einer Emotion heraus entstanden ist, weil ich gerade ein Buch fertig gelesen habe und mit euch darüber reden muss, weil ich noch so voller Gedanken und Emotionen und allem Möglichen bin, dass ich es mit euch teilen muss. Und ich muss sagen, ich bin lange, lange nicht mehr so beeindruckt von einem Buch gewesen. Und ich dachte mir, okay, du musst es irgendwie an die Außenwelt tragen und du musst weitere Leute damit anstecken. Dementsprechend herzlich willkommen zu meiner Rezension zu Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach aus dem Luchterhand Verlag. Es soll um dieses Buch hier gehen, worum es hier drin genau geht und was es bei mir ausgelöst hat, das erfahrt ihr jetzt. Was den Inhalt angeht, kann ich mich hier eigentlich relativ kurz fassen, denn dieses Buch entspricht keinem typischen Roman, wie ihr es euch jetzt vielleicht vorstellt, sondern es stellt eher eine Ansammlung verschiedener Kurzgeschichten, teilweise wirklich nur halben Seiten dar. Und diese Kurzgeschichten sind ein buntes Potpourri an autobiografischen Geschichten, Erlebnissen, die der Autor wirklich hatte, Geschichten von Bekannten, die er wieder getroffen hat, kurze Momente verschiedener Emotionen, also sei es Trauer, sei es Glück, sei es Hoffnung, sei es Verzweiflung, alles Mögliche. Kurze Impulse, Erlebnisse, teilweise nur wirkliche Anekdoten, die irgendwie etwas auslösen oder die auch teilweise gar keine richtige, zumindest auf den ersten Blick, keine richtige Pointe haben oder nichts so wirklich haben, wo man denkt, okay, was soll das jetzt? Und teilweise brechen diese Geschichten, sie brechen nicht wirklich ab, aber sie enden und man findet sich als Leser manchmal hin und wieder so ein bisschen verloren. Und denkt so, okay, gut, wow, was sollte mir das jetzt sagen? Was war jetzt die Moral von der Geschichte? Und wenn man länger darüber nachdenkt, was man hier wirklich tun sollte, dann kommt man auf ganz, ganz tolle Ergebnisse, bin ich zumindest. Und fängt an, wirklich zwischen den Zeilen zu lesen. Und ich muss sagen, ich habe für dieses Buch sehr lange gebraucht, obwohl es überhaupt nicht dünn ist. Was aber nicht an meinem Lesetempo wirklich liegt, sondern einfach daran, dass ich Geschichte für Geschichte wirklich genossen habe. Und eigentlich nach fast jeder Geschichte das Buch kurz zugeklappt habe und gesagt habe, okay, krass, das ist vielleicht wirklich so passiert oder da ist was dran oder das ist ein Szenario, was da gerade beschrieben wurde, was ich niemals erleben möchte in meinem Leben und so weiter und so fort. Also wenn ihr dieses Buch lesen möchtet, bringt viel Zeit und viele, viele freie Gedanken mit, damit ihr sie ja mit diesen Ideen und Anregungen füllen könnt, denn es wird unglaublich viel Input gegeben und ich bin auch eigentlich schon längst gerade aus dem Inhaltsteil raus, wie ich gerade merke. Ich könnte so viel über dieses Buch sagen. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, ich fange da an, wo mich der Autor am meisten abgeholt hat. Und das ist tatsächlich der Schreibstil. Ich habe, das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich habe seit längerer Zeit so das Problem gehabt, dass ich nicht so richtig wieder ins Lesen reingekommen bin. Neulich mit dem Buch von John Strelecki bin ich wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Aber jetzt bin ich wieder total im Fieber, denn ich habe wirklich, wirklich lange, und damit meine ich jetzt wirklich ein paar Jahre lang, kein Buch mehr gelesen, was mich vom Schreibstil her so begeistert hat, so ergriffen hat und so fasziniert hat. Also ich finde wirklich, dieser Schreibstil ist eine Kunst und es zeugt einfach von dem unglaublichen Talent dieses Autors. Es macht unglaublich viel Spaß, es zu lesen. Es ist die perfekte Mischung zwischen Detail und einer gewissen Schnelligkeit, einer gewissen Zügigkeit im Schreiben und im Narrativ an sich. Es wird sich Zeit für die Dinge genommen, die wichtig sind, oder es wird bewusst teilweise werden Sachen ausgelassen, habe ich zumindest das Gefühl, so dass man zwischen den Zeilen lesen muss. Es wird aber trotzdem noch genug gesagt. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Also es ist wirklich ein wunderschöner Mix zwischen denk dir deinen eigenen Teil, denk mal selber drüber nach, passt das vielleicht auch zu dir, aber ohne erziehen zu wollen oder so. Und dann wieder okay, ich mache jetzt ein bisschen voran, ich brauche das jetzt nicht so genau ausarbeiten, weil es ist eigentlich logisch, was in der Zwischenzeit passiert ist und wir bringen die Geschichte jetzt voran. Deswegen sind die Geschichten auch alle nicht wirklich lang, also die längsten Geschichten sind, keine Ahnung, 5, 6 Seiten lang. Das ist auch schon alles. Und es ist diese Balance ist unglaublich schön getroffen. Da Erzähler und Autor hier eigentlich eine Person sind, darf ich sogar so reden. Denn nicht nur diese Balance zwischen Detail und Schnelligkeit wurde gefunden, sondern eben auch die Balance, was den Standpunkt des Autors, des Erzählers angeht. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also es gibt autobiografische Elemente, wie schon gesagt. Und
man merkt auch ganz klar, der Autor, der Erzähler als Person war dabei und hat es so erlebt und kennt diese Leute und war dabei und wertet teilweise ganz deutlich und sagt ganz klar, was er davon hält und wie er das erlebt hat und wie er das empfunden hat. Und dann gibt es wieder Geschichten, Erzählungen, wo er sich sehr, sehr zurücknimmt und das Ganze einfach im Raum stehen lässt und Geschichten von Bekannten erzählt, die er ja kennt und wo er ja durchaus werten könnte, aber es einfach so in den Raum stellt und sagt, okay, und vielleicht höchstens noch im Endeffekt irgendwas dran schiebt, wie das hat mich sehr bewegt oder ich finde es schade, dass es ihm so ergangen ist oder wie auch immer. Aber nicht wirklich stark wertet. Genauso wie er teilweise ja auch Geschichten erzählt, bei denen er nicht wirklich dabei war. Also einfach Geschichten, die in dieser Zeit politisch passiert sind, die in den Nachrichten kamen, die die Welt irgendwie bewegt haben. Wie gesagt, manchmal so unglaublich subtil und so unglaublich schmucklos, was aber schon wieder eine Kunst an sich ist und teilweise wieder so wunderschön, dass man sich in Sätze einfach reinfallen lassen kann. Ich habe mir auch einige Sätze nochmal so, also nicht im Buch markiert, um Gottes Willen, hier male ich nicht rein, aber für mich so markiert, weil einige Sätze einfach so wunderschön waren. Ja, also es ist allein schon vom Leseerlebnis her unglaublich empfehlenswert. Was ich ganz klar anmerken muss und was jetzt nicht böse klingen soll, ich möchte es nur erwähnt haben und ich will mich da auch gar nicht mit rausnehmen. Ich denke, dass wer mehr kennt, wird dieses Buch mehr zu schätzen wissen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es spielt sehr viel mit Intertextualität, aber nicht nur im literarischen Bereich, sondern Intertextualität im Sinne von Filmen, historischen Ereignissen, Politik, Musik, Kunst, alles Mögliche, natürlich auch Literatur. Alles Mögliche, was immer wieder so verflochten wird und immer wieder eingeflossen wird. Teilweise mit Nebensätzen, teilweise ist es ein großes Thema. Das muss man dann teilweise einfach wissen und einfach kennen. Also wer gewisse Künstler nicht kennt, über die geredet wird, wer gewisse Filme nicht gesehen hat, wer gewisse Sagen oder historische Ereignisse nicht kennt oder nicht mitbekommen hat, der wird einige Sachen einfach schlichtweg nicht verstehen. Und ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe mich echt gefreut und ich war echt stolz, dass ich natürlich nicht mit allem, aber mit vielen Dingen tatsächlich auf Anhieb was anfangen konnte. Die Sachen, bei denen ich nicht sofort wusste, worum es ging, habe ich dann einfach nachgeschlagen und habe tatsächlich viele interessante neue Dinge erfahren. Aber bei tatsächlich sogar der Masse der Dinge wusste ich Bescheid oder konnte es zumindest eigentlich grob zuordnen, wenn ich es nicht hundertprozentig wusste. Was mich sehr überrascht hat und sehr stolz gemacht hat, so ein bisschen. Also ich sage jetzt nicht, dass man das nicht lesen soll, wenn man diese Sachen alle nicht kennt. Nur ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr es nicht kennt, schlagt es nach, informiert euch. Ihr tut euch damit nur was Gutes, ihr erfahrt nur ganz, ganz viel Neues und ihr versteht auch einige Anspielungen besser. Also als ich danach geguckt habe, was einige Sachen waren, habe ich erst die Geschichte richtig nachvollziehen können, sagen wir es so. Ein unglaubliches Meisterwerk. Ich habe jetzt schon viel länger geredet, als ich reden wollte. Ich höre jetzt auf. So, ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Ich hoffe es wirklich, wirklich. Wenn ich es geschafft habe und wenn es euch jetzt ebenfalls unter den Nägeln brennt, wie es mir damals brannte, dieses Buch zu lesen und ihr es lest, sagt mir Bescheid, was ihr darüber denkt, wie ihr es empfunden habt, wie es euch beeinflusst hat oder auch nicht. Und lasst es mich wissen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich bin noch so ein bisschen overwhelmed und ein unglaublich tolles Buch und ja, lest es. Das war es dann auch schon von meiner Schwärmerei. Mir wird jetzt hier auch zu warm und ich fließe weg. Dementsprechend sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr genießt die schönen Tage und ja, vielleicht seid ihr ähnlich drauf wie ich und lest im Sommer einfach viel, viel mehr und habt da irgendwie viel mehr Lust drauf, wenn es draußen warm ist. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, falls ihr noch Buchtipps für mich habt, immer her damit. Ihr wisst ja wohin. Genau, ich empfehle euch ja hin und wieder auch was und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!